Hi ihr, heute wollte ich noch mal ein Video machen, einfach mal so ein Video, weil, also ein einfach mal so Video, weil ich habe so viel geschickt den Pickel kaschieren. So müsste ich so machen. Also, ich habe, nee, weil bei uns sind dem letzten Schafe über die Straße gelaufen, das habe ich dann gefilmt und ich weiß gar nicht, was ich noch gefilmt habe. Auf jeden Fall so kleine Sachen, die eigentlich zusammen hangslos waren. Also, wo ich jetzt kein extra Video drüber drehen könnte, oder ich könnte ein Video drehen hier. Bei uns im Dorf laufen die Schafe über die Straße und ja, und toll. Nein, auf jeden Fall wollte ich dann so ein Video machen, wo einfach wieder alles zusammengeschnipselt ist und ja, freut euch oder auch nicht. Wenn nicht, habt ihr jetzt die Gelegenheit abzuschalten. Was ich euch auf jeden Fall mal sagen wollte, ist, dass ich mich total freue, dass ihr mich so akzeptiert, wie ich bin eigentlich, weil ich habe bis jetzt noch nichts Negatives von euch gehört. Klar, kriege ich Daumen runter, aber das macht mir jetzt nicht so viel aus. Und ich freue mich auf jeden Fall total, dass ihr mich halt so akzeptiert und dass euch meine Videos zum größten Teil gefallen. Und da freue ich mich wirklich, wirklich riesig, weil was in letzter Zeit hier so abgeht, was ich so mitkriege, das finde ich ehrlich gesagt unter aller Sau, auch wenn ich nicht betroffen bin. Aber wir machen das, ich sag jetzt mal wir machen das ja, weil wir mit euch kommunizieren wollen und euch auch was weitergeben wollen. Wir sind jetzt natürlich nicht die Oberschlauen und wissen alles, aber einfach das mit euch teilen. Und ich finde, mir hat das schon so viel gebracht. Und manchmal sage ich zu meiner Mama, das und das, nein, so geht das und das. Und das ist nicht gut und das weiß ich von euch, weil wir uns einfach austauschen. Und das finde ich so klasse. Und deswegen finde ich es total traurig, was hier im Moment so passiert, weil ich finde, das hat keiner verdient. Und wenn er sich verändert hat, dann klickt doch einfach entabonnieren und dann ist gut, anstatt irgendjemand fertig zu machen und keine Ahnung. Also, ich finde das schon ein großes Ding, dass wir uns eigentlich so in die Öffentlichkeit stellen und uns unser Leben quasi so euch preisgeben und ihr profitiert ja auch davon. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich sagen wollte. Ich mische mich da auch groß nicht ein. Das ist jedem seine Sache, aber ich finde es halt ein bisschen unfair, weil eigentlich wollen wir euch ja nur was Gutes damit tun. Und ich denke, ihr habt auch schon davon profitiert. Und ja, überlegt euch das nochmal, wie ihr das handhabt und warum ihr das macht. Also das ging jetzt nur an die, die wirklich böse Sachen machen. Alle anderen. So sieht mein Kofferraum aus, wenn ich mal wieder meine Einkaufstüten vergessen habe. Aber ich Biber habe natürlich überall Begrenzungen hingebaut, damit es nicht rumkullert. Ach, ich bin so ein Fuchs, ey. Ja, aber mal wieder die Tüten vergessen, wie immer. Hunde, esst ihr die Kiste an? Die Milli sieht man gar nicht in dem hellen, so schwarz. Ja, wow, ich habe heute mal zwei gleiche Socken an. Ich bin begeistert. Wow! Hunde, Hunde! Aua! Fein! Ja, fein! Ui! Ui, ui, ui! Obacht! Dann wollte ich euch sagen, dass ich jetzt wirklich keine Mützen mehr mache, weil ich habe jetzt schon wieder so viel angenommen. Danach nochmal, ich habe ja bei Facebook geschrieben, eigentlich, ich mache keine mehr. Und dann habe ich ja, als ich dann fertig war und Langeweile abends auf dem Sofa hatte, habe ich dann geschrieben, ich mache doch noch welche. Und dann kamen noch mal ein paar wirklich. Aber jetzt mache ich wirklich keine mehr, weil ich war jetzt zum Beispiel gestern im Kino und ja, dann merke ich halt, da fehlt mir dann wirklich eine Mütze und ich setze mich selbst so unter Druck und ja, deswegen mache ich die noch fertig und nehme jetzt keine mehr an. Aber ich denke, ich habe ganz schön viele gemacht. Insgesamt waren es 120, beziehungsweise sind es dann 120. Und meine Resonanz, also eure Resonanz zu meinen Mützen ist anscheinend auch ganz toll. Und da freue ich mich riesig drüber,
weil ich gebe mir da auch wirklich viel Mühe und es macht auch Spaß, aber es ist halt, du kannst halt nichts anderes machen, weil du immer denkst, oh mein Gott, du musst die Mütten jetzt fertig machen. ja, das wollte ich euch nur sagen. Was mir auch sehr am Herzen liegt, was ich auch sagen wollte und loswerden wollte, ja, ich bin sehr glücklich, dass meine Tochter gesund ist und ich wünsche allen alles Gute, die ein krankes Kind zu Hause haben und viel, viel Kraft, dass sie das durchhalten und ja, alles Gute. Ich weiß nicht, was ich da noch sagen soll, weil ich kann mich da nicht so gut reinversetzen, weil meine Tochter ja zum Glück gesund ist und da danke ich auch wirklich dafür und ich finde das ein ganz schlimmes Thema, weil auch durch YouTube und Facebook habe ich jetzt auch mitbekommen, was passieren kann. Klar weiß man das, aber man kriegt es jetzt nicht so genau mit. Und ihr seht, ich fühle da mit euch so weit, wie ich das kann. Natürlich wäre es jetzt anmaßend, wenn ich sagen würde, ich weiß, wie ihr euch fühlt. Das kann keiner, der das nicht erlebt. Und deswegen Respekt an die Eltern und viel, viel Kraft an euch alle. Und ich wünsche auch denen viel Kraft, die versuchen, ein Kind zu bekommen und es im Moment noch nicht schaffen. Aber halt durch und stresst euch nicht und ich wünsche euch auch alles, alles Gute. Und ja, alle, die ein gesundes Kind haben, seid glücklich und froh und liebt es jeden Tag. Und an alle anderen ganz, ganz viel Kraft und Glück und dass ihr es schafft und dass es euch doch noch gut geht und soweit es möglich ist. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, weil ich kann halt nicht mitfühlen. Und aber wie gesagt, von mir alles Gute und ganz viel Kraft. Und ja, das wollte ich auch mal sagen, weil das nicht selbstverständlich ist, dass man ein gesundes Kind hat. So sieht's aus, wenn ich Mützen häkle und die Hunde durch die Gegend rennen und über die Mütze und über die Wolle und wow, ätzend. Obacht! Heute kriegt meine Maus vegetarisch und zwar Karotte und Zucchini. Und sie wird morgen ein halbes Jahr, 6 Monate alt und sie kann sich immer noch nicht drehen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, das macht mir überhaupt nichts. Sie macht's, wann sie es will und fertig ist die Wurst. Ja, jetzt kümmern wir uns mal ums Essen, weil sie schläft gerade und wenn sie aufwacht, hat sie dann bestimmt Hunger. Ja. Schreibt mir doch nochmal unten rein, welches Video ihr von mir am besten findet. Ich glaube ja, die Kochvideos und die Oma-Tag-Videos kommen am besten an. Aber ihr könnt mir das ja nochmal sagen. Dann gebe ich mir Mühe, dass es vielleicht mehr davon geben wird, wie ich Zeit habe natürlich. Immer unter Vorbehalt alles. Wenn sie rechts schauen, können sie links nicht sehen. Und wenn sie links schauen, können sie rechts nicht sehen. Obacht! Mäh, guck mal, wie süß. Die gehen gerade bei uns die Straße entlang. Und der pfeift nur. Oh, Lämmlein! Hallo, Lämmleins! Zum Glück schmeckt mir Lamm nicht. Guck mal da, der dicke Schwarze. Kannst du mal was im Fernsehen? Lämmleins. Die machen lustige Geräusche. Aber wie schön die mitgehen. Oh, Mäuslein, hier ist was los. Oh, die zwei Kleinen. Bei dieser Gelegenheit wollte ich auch noch der Claudia Dosch alles Gute zur Geburt ihres Sohnes wünschen. Die hatte einen Kaiserschnitt am Montag. Und ja, alles Gute. Und hier extra für die Nathalie probiere ich diesen tollen Nagellack, den ich geschickt bekommen habe, nochmal aus. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt mit diesen Magneten. Und zwar steht da, jetzt hätte ich ihn vielleicht vorher mal auspacken sollen, dieser Magnet hier. Und das, der hier macht so Sterne, also so einen Stern. Und ja, ich mache jetzt nur die 3 Finger, weil die Josephine schläft. Hier hätte ich vielleicht mal sauber machen können. Weil die Josephine schläft und ich habe immer Angst, dass sie dann aufwacht. Dann muss ich mit den lackierten Nägeln, was ja der Geruch nicht so gut ist. Das kann man einfach mit Nagellackentferner sauber machen, steht da. Und ja,
erstens, dass der Geruch nicht so gut ist. Zweitens, dass die noch nass sind und dass ich dann da hin muss mit frisch lackierten Nägeln und alles dreckig mache. Und ja, die Sonne. Und da steht, dass man das dick auftragen soll. Also großzügig. Und das mache ich jetzt. Oh, ich glaube, das war ein bisschen zu großzügig. Und dann soll man den 5 Sekunden so hier mit diesem Abstandhalter so draufhalten. Und dann... Ja, ihr seht es. Seht ihr es? Yay, da ist der und es glänzt so und ich habe zu viel drauf gemacht. Aber das mache ich nachher weg. Also man muss gut auftragen, weil sonst funktioniert es nicht so gut, glaube ich. Und bei mir hat das jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, liebe Nathalie. Ich weiß nicht, was da jetzt... Oh, Schande! Das war zu viel. Und ja, ich habe es letztes Mal so schräg gemacht, weil dann kann ich auch sehen, wie nah ich das dran halten kann, ohne dass ich halt dran pappe. Und es hat funktioniert. Boah, bei der Sonne sieht man das auch noch so schön. Boah, geilo! Und die Farbe finde ich auch sehr schön. Also nochmal vielen, vielen Dank für den coolen Nagellack, wo ich gar nicht wusste, dass es das gibt überhaupt im Moment. Aber ich bin ja da so eh so ein Schmink-Nerd, würde ich jetzt mal behaupten. Es gibt ja Schminkgurus, die haben voll die Ahnung. Und mich als Schmink-Nerd, beziehungsweise Kosmetik-Nerd. Obwohl ich ja durch euch jetzt immer besser werde und ich immer mehr mitkriege. Und ja. Ich gebe mein Bestes. Toll, jetzt habe ich dran gedatscht. So, und hier ist es auch zu sehen. Ich hoffe, ihr seht das, aber ich glaube schon. Hier habe ich jetzt wieder dran gedatscht, aber das kann man gleich gut mit Nagellackentferner abmachen. Das macht überhaupt nichts. Und hier das, was jetzt runtergelaufen ist, mache ich auch. Oh. Okay, das passiert, wenn zu viel drauf ist und wenn man dann da, also ich würde es dann flach liegen lassen, weil ihr seht, das hier ist es jetzt ganz verrutscht. Da sieht man gar nichts mehr. Vielleicht funktioniert es jetzt nochmal. Wenn es dann zu trocken ist. Nee, leider nicht. Also, flach liegen lassen, Fazit und ja, schön. Ja, aber ich finde es cool. Hier ist ein bisschen viel drauf, das muss ich dann danach hier links und rechts noch abmachen. Aber im Großen und Ganzen finde ich es ganz schön cool. Und ihr seht, hier gibt es noch so Streifen, Dreiecke und Schwellen. Und ich habe hier dieses Cute Star. Yay! Ja, die Sonne nochmal, beleuchtet es nochmal. Hier ist der schönste, obwohl ich da dran gedatscht bin an den Magnet. Also da müsst ihr drauf achten. Also, gut dick auftragen, aber nicht zu dick, dass es hier so rumläuft. Aber das kann man ja nachträglich noch entfernen. Und halt danach flach liegen lassen, weil ihr seht, hier habe ich jetzt gerade eben so runtergehalten, weil ich einen Daumen hier aufliegen hatte. Und jetzt ist es verlaufen. Also es muss so trocknen wie... Ja, aber hier sieht man es schön. Yay! Ja, ich hoffe, dieses Mal etwas andere Video hat euch gefallen und ihr gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert, wobei ich das jetzt eigentlich hätte nicht sagen müssen. Weil eigentlich bin ich da nicht so geil drauf. Ich bin mehr geil drauf auf eure Kommentare und auf euer Feedback und auf unseren Austausch und so. Und deswegen macht, was ihr wollt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war mal ein bisschen was anderes und ein bisschen von überall. Schafe, die über die Straße rennen. Tränen. Gefühle. Und die waren wirklich echt. Und ich sende euch 1.000.000, zig Trilliarden, 569.000 Billionen Küsschen. An euch und eure Kinder oder noch Kinder oder die es noch werden wollen. Nee, nicht die noch werden wollen. Die noch welche kriegen wollen und auch die, wo keine kriegen wollen. Auf jeden Fall jeder, der mich sieht. Und Ober.